Am herbstlich kühlen Freitagmorgen, kurz vor 8 Uhr, kommen die Sangesfreunde zur Spielwiese in der Osterburger Straße, um das Gepäck zu verladen. Pünktlich um 8 Uhr startet der Bus und schon auf der Autobahn bei Sinsheim kam die Sonne hinter den Wolken hervor. Da gab sich dann auch die Gelegenheit, versäumten Schlaf nachzuholen. Es ist bestimmt auch ein schönes Erlebnis, mit einem historischen Dampfzug durchs Kreischtal zu fahren. Weil das Morgenfrühstück ausgefallen ist, war es gut, dass man auf der Raststätte Frankenhöhe einen Busstopp einlegte. Weiter Fahrt über die Autobahn nach Roth-Allersberg durch das Frankenland. Dann durch das Altmittal und die Jura-Hochstraße erreichen wir Eichstätt. Hat's gequietscht? Hat du uns aufgenommen? Im Restaurant Paradise am Marktplatz nehmen wir das vorbestellte Mittagessen ein.
Anschließend treffen sich die Sänger zum Singen und zur Besichtigung im Dom. Dem Singen gehen wir über die Spitalbrücke zum Busparkplatz. Ein mittelalterlicher Tauchgalgen erregt die Aufmerksamkeit. Vielleicht wird er noch eingesetzt. Wir wissen's nicht. Von Eichstätt aus fahren wir nun an der Altmühl entlang bis nach Kelheim. Hier fließt die Altmühl in die Donau. Bei herrlichem Spätsommerwetter laden die Straßencafés zum Verweilen ein. Der eine oder andere trinkt einen Kaffee und isst Kuchen, ein anderer genießt ein Eis oder lässt sich ein kühles Bier schmecken. Pünktlich erreichen wir gegen 18 Uhr unser Hotel in Regensburg. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, jeder sein Zimmer gefunden und bezogen hatte, gingen wir zum Abendessen in den Speisesaal. Ja.
Abends an der Bar dann nochmal ein Absacker vor dem zu Bett gehen. Nachdem alle gut geschlafen hatten in dem neuen Hotel, stärkte man sich am Frühstücksbuffet für den Tag. Gleich nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus in die Stadt. Die Sonne lacht schon vom weiß-blauen Himmel und wir treffen uns am Dom zur Stadtrundfahrt. Die neuen City-Tour-Fahrzeuge mit Panoramadach waren schnell bis auf den letzten Platz gefüllt. Aber gut hinterher. Dieter, ich hab dabei gewürzt. Ja. Aber ich geb da neu. Ich habe manche Kulver. Einem Branch des romanischen Vorgängerbaus 1273 wurde er in dem damals modernen, aus Frankreich übernommenen Stil der Gotik errichtet. Die Ruhe und Beschaulichkeit wird abrupt gestört. Linksaktivisten der IG Metall demonstrieren während des Wahlkampfs. Wir alle müssen bezahlen! Wir sorgen, dass wir
Dann wird es Zeit, sich im Dom einzufinden. Der Chor will dort einige Lieder zum Vortrag bringen. Da treffe ich dann auch meinen Freund und Kollegen Hermann mit seiner Frau, mit dem ich mich verabredet hatte. Wir spazieren durch die engen Gässchen der Altstadt. Als Ortskenner zeigt er mir die schönen stillen Plätzchen. Ja, das ist genau.
Deutschlands. Und die finanzieren sich mit dem Biertrinken? Nein, aus Stiftungsvermögen. Wir verlassen die ehemals freie Reichsstadt Regensburg und fahren abermals nach Kelheim. Dieses Mal zur Schiffsanlegestelle. Bei Kaiserwetter legt das Schiff pünktlich ab zur Fahrt durch den Donaudurchbruch zum Kloster Wildenburg. Das gelbe Gebäude rechts hinter uns ist das ehemalige Wittelsbacher Schloss, das heutige Landratsamt. Rechts vor uns liegt die Mündung des Ludwig-Donau-Main-Kanals. Dieser Kanal war die erste Wasserstraßenverbindung zwischen Main und Donau. Der Kanal wurde 1836 bis 1846. Ich bemerke, man hat sich von gar nichts. Papier. Bereits seit dem Jahr 1925 verkehren motorbetriebene Fahrgastschiffe zwischen Kelheim und Kloster Wildenburg. Thank you.
Der Felsen links vor uns ist der Assekinde Stein, benannt nach einem Ortsteil in Krefeld, der sich südlich der Donau befindet. Das muss man uns befürchten. Am Stützpfeiler der Außenwand waren Hochwasserstände früherer Jahre eingemeißelt. Das anhaltend herrliche Wetter erlaubte im Biergarten den Genuss einiger Gläser des guten Klosterbiers. Wer eher ein kühles, ruhiges Plätzchen bevorzugte, fand dies in der berühmten Klosterkirche. Thank you.
Mit dem Schiff ging es dann zurück nach Kelheim. Man konnte dadurch auch die letzten Sonnenstrahlen des Tages noch genießen. Sehens und Wissenswertes entlang des Ufers im Tornier. Unsere Crew serviert Ihnen gerne ein erfrischendes Getränk, einen heißen Kaffee oder einen kleinen Eis. Kloster Barockdom, aus der ältesten Klosterbrauerei der Welt. Vom Schiff aus haben Sie nochmals einen herrlichen Blick auf die älteste Benediktinerabtei. Das im Jahr 620 gegründete Kloster Weltenburg. Die wegen ihrer großartigen Barockausstattung berühmte Klosterkirche wurde 1720 erbaut. Nach vorne haben Sie nun den schönsten Blick in den Donaudurchfluss. Jahr 1925 verkehren nur vorgetriebene Fahrgastschiffe zwischen Kelheim und Österreich. In wenigen Minuten liegen und da hat die Fahrer mich hochgekriegt. Im Hotel angekommen, überraschte uns der Vorstand mit einem Sektempfang vor dem Abendessen. Lustige Chorvorträge und Schunkellieder ließen die Stimmung am Abend dann in die Höhe steigen. Amen.
Am Morgen war es neblig im Donautal. Auch die Walhalla hatte sich in Nebel eingehüllt. König Ludwig I. erbaute nur 1825 bis 1848 die Walhalla. Nach tiefer Erniedrigung Deutschlands durch Napoleon wurde sie als Ehrentempel für rühmliche, ausgezeichnete Deutsche und zur Erstarkung und Vermehrung deutschen Sinnes gebaut. Nach dieser Besichtigung fahren wir weiter Richtung Heimat. Im Winkler Braustübern kehren wir in Lengenfeld nochmal zum Mittagessen ein. Noch einmal machen wir eine halbstündige Fahrerpause auf der Autobahn Raststätte Frankenhöhe. Zum Abschluss des Tages und zum Ende der Reise steuert der Bus nochmals die Ratsstuben in Sinsheim-Düren an. Wer einmal ist die Spanke.